Auch willkommen YouTube. Wir sind jetzt beim ekligsten Tempel aller Zeiten. Diese Folge kann etwas länger dauern. Ich werde zwischendurch ausnahmsweise mal ins Lösungsbuch gucken, denn dieser Tempel ist für'n Popo. Und darum machen wir das jetzt auch. Und ja. The entrance to the trials. I wonder if Uni's really in there. Let's go and see. Let's go. Dafür streamt der Atmos heute 2 Stunden länger, um das wieder aufzuholen. Ach so. Wie, hier liegt ein Bettlexikon rum. Wie kann ein Lexikon rum? Kann das sein? Sind es in Wahrheit alles Albett? Naja, gibt nur japanische Sprachausgabe mit englischen Untertiteln. Das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also, dass es bei manchen JRPGs so ist, okay. Aber Fairy Tail, das wurde so groß angekündigt. Und das ist auch von Bandai, oder? Und auch die ganzen Naruto-Spiele und sowas haben alle deutsche Untertitel. Und die haben sich jetzt extra doppelt so viel Zeit für Fairy Tail gelassen. Verstehe ich nicht, warum sie da keine deutschen Untertitel haben. Das ist wirklich dämlich. Kemco, oh. Okay, ich nehme alles zurück. Es ist nicht Bandai, es ist Kemco. Okay. Ich trinke jetzt nochmal einen Schluck Kaffee und dann gehen wir in den wunderbaren Tempel rein, vor dem ich keine Angst habe. Woher kommt diese Fliege? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe meinen Müll rausgebracht. Ich habe kein bisschen Müll hier. Woher kommst du? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe nichts hier, dass eine Fliege auch nur auftauchen könnte. Meine Wohnung ist steril. Als wäre ich Facharzt. In der Chirurgie. Kann nicht sein. Meine Güte. Ah. Okay. Okay, die nervt mich jetzt übertrieben, weil die jetzt größer als eine Obstfliege ist und ich weiß, ihr seht ihr die überhaupt in der Kamera, wenn die vor meinen Augen rumfliegt? Wahrscheinlich nicht, das ist zu schnell. Ich glaube, das kriegt die 720p Kamera nicht hin. Egal. Natürlich kommt die Fliege jetzt auch genau, wenn ich diesen Tempel mache. Ich werde so ausrasten. Ich sehe sie jetzt schon kommen. Diese Fliege muss weg. Ich hatte den Tempel gerne. Okay, gut, rein da. Go, 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 go. Bam, 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 bam. Okay, nein, warte. Okay, man kann immer auf Pause drücken, das ist gut. Erste Abzweigung, fahren Sie über die erste Abzweigung mit einem Symbol hinweg. Der zweite Pfeil zeigt abwechselnd nach links und rechts. Drücken Sie X, wenn er nach links zeigt. Okay, okay. Okay, go, go, go. Ist das jetzt schon eine Abzweigung? Ab wann wird gezählt? Das steht hier nicht. Oh mein Gott. Nee, okay, der meint, okay. Nein! Nein, ich wollte links. Das kann nicht wahr sein. Ich will zurück. Mami, ich mag den Tempel nicht. Es ging voll schnell. Warum so schnell? Kann ich jetzt nicht einfach rüberklettern? Ich drücke jetzt mal ganz oft X. Vielleicht bleibt er ja links. Nein! Zurück! Sehr gut. Jetzt geht er schon wieder links. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Warum? Die Pfeile kommen so schnell vor. Was ist hier los? Ey, komm. Irgendwann ist auch mal gut.
glaube, ich muss warten, bis ich drüber gefahren bin. Zack, 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 so. Okay. Okay. Nehmen Sie den Spiruin von Bebel und schieben Sie den Altar auf das Band. Okay, jetzt geht dann natürlich in die andere Richtung. Jetzt habe ich schon verkackt. Jetzt müssen wir, glaube ich, warten. Und wir müssen... Oder fährt er jetzt geradeaus? Okay, das ist gut. Sehr gut. Und jetzt müssen wir gegenüber rein, oder? Sehe ich das richtig? Okay. Sehr gut. Und auf der nächsten Ebene biegen Sie nach links ab. Sie bleiben auf der mittleren Ebene, diese Fliege. Über den ersten Pfeil fahren Sie hinweg. Beim zweiten biegen Sie rechts ab. Bild 6. Wenn Sie versehentlich geradeaus weiterfahren, fahren Sie einfach einmal im Kreis. Jawohl. Nehmen Sie den Spiruin Insignia von der Wand, Bild 7, und setzen Sie ihn in den Altar. Okay. Okay, dann muss ich jetzt erstmal in die mittlere Ebene. Ah! Boah, Fliege. Auch noch so ein dicker Brummer. Ah! Oh. So, warte mal. Biegen Sie rechts ab, wenn Sie versehentlich geradeaus weiterfahren. Biegen Sie links ab. Warte mal, muss ich jetzt hier rüberfahren? Ja, hier kann ich nicht links. Warte mal, das scheint schon verkehrt zu sein. Oh mein Gott. Oh. Da bin ich. Auf der nächsten Ebene biegen Sie nach links ab. Hier gibt's kein links. Gibt's nur rechts. Das kann nicht richtig sein. Da müssen wir auch noch nicht hin. Oh, diese Fliege. Boah, okay. Es war so klar, dass irgendwas kommt, was mich nochmal zum... jetzt hier richtig wütend macht, noch nebenbei. Warum sagt er nach links? Auf der nächsten Ebene biegen Sie nach links ab. Sie bleiben auf der mittleren Ebene. Über den ersten Pfeil fahren Sie hinweg. Okay, beim zweiten biegen Sie rechts ab. Okay. Fahren Sie im zweiten, biegen Sie rechts ab. Wenn Sie versehentlich Insignia und setzen Sie in den Altar ein. Okay. Hm.
fahren sie wieder los und biegen sie bei der nächsten, der nordöstlichsten Abzweigung rechts ab. Okay, dann kann ich... Das sieht mir nicht richtig aus. Ist das hier das nördlichste? Eigentlich schon. Ein Moment. Doch, ich glaube, das ist richtig. Nehmen Sie den Spirulin vom Bevel aus dem Altar und setzen Sie ihn in die Wand ein. Neben Ihnen steht ein. Okay. Da stand, ich soll den entnehmen. Kann ich da jetzt rübergehen? Okay. Okay. Bild 10. Wunderbar, kann ich. Okay. Dieser Tempel ist ein Arsch. Fliege, geh mir nicht auf den Keks. Meine Güte, ey. Hallo. Legen Sie den Spirulin da, nehmen Sie den Spirulin vom Bevel wieder aus der Wand. Spirulin aus der Wand genommen haben und setzen Sie dort. Fahren Sie jetzt dorthin, wo Sie zuvor den Spirulin in Signa aus der Wand genommen haben. Und setzen Sie dort den. Fraktura ein, okay. War das hier rechts? Bei dem ersten schon oder beim zweiten? Okay, beim zweiten. Oh mein Gott. Fliege. Ich muss gleich erstmal die Cam ausmachen, damit jemand hier das Massaker nicht sieht, wenn ich die Fliege erledige. Oh mein Gott. So. Bevor Sie dorthin fahren, brauchen Sie noch einen zweiten Spiruim von Bevel. Fahren Sie zur ersten Kreuzung auf dieser Ebene, wo Sie automatisch anhalten. Fahren Sie nun nach rechts zur untersten Ebene, wo Sie einen Spirulin von Bevel finden. Damit geht es wieder auf die mittlere Ebene zu, okay? Oh mein Gott. Ah.
müsste ich hier einen Speedrun machen. Also müsste ich im Final Fantasy 10 Speedrun machen. Würde ich ihn ab hier quitten. Ich würde ihn dann Half Percentage Run nennen. Okay. Wo sie inspirieren werden. Damit geht es wieder hinauf zu einem Dorf. Biegen sie rechts ein und bei nächster Gelegenheit wieder rechts. Oh mein Gott, okay. Ich denke, wir müssen jetzt hier rechts, ohne das jetzt nochmal gelesen zu haben. Okay. So, warte mal, wo muss ich jetzt dahin? Ach, der fährt mich eh nach oben wahrscheinlich. Auf die andere Seite und weiter geht's. Jetzt verlassen sie die Laufbänder. Okay. Ah, okay. Kann ich die Truhe schon nehmen? Gehen Sie die Treppe hoch und setzen Sie ein Spirulin vom Bevel in die Wand ein. Okay. Nehmen Sie aus der Kiste auf der rechten Seite den HP-Spirulin heraus. Kiste verschwendet und hinterlässt einen leuchtenden Schalter. Okay. Oh. Drehen Sie auf der Stelle um, schieben Sie den Altar nach Süden. Genau, und jetzt gibt es die Ritterlanze. Dieser blinkende Flur macht mich wahnsinnig und mir wird ein wenig schlecht davon. Ritterlanze. Eine ziemlich gute Waffe für Kimari. Diese Waffe ist nicht nur eine der... Aber hier steht was falsch im Lösungsbuch. Oh mein Gott, mein Upload ist weg. Entschuldigung. Hier steht was falsch im Lösungsbuch. Diese Waffe ist nicht nur einer der... Ist nicht nur einer der 6 Schlüssel zu Anima, sondern auch noch eine ganz passable Waffe für Kimari. Nun können sie den Ort im Norden verlassen und erleben, wie Yuna... Oh oh, was wird Yuna da? Aber wie der Wesker schon gesagt hatte, das ist die Truhe, die den Schlüssel zu Anima öffnet, weil da ist auch das Siegel hochgekommen, bei der anderen Truhe nicht. Falsches Lösungsbuch. Da wurde aber im Jahr 2000 irgendwas ganz schön schlecht gearbeitet, ne? Also eigentlich möchte ich mein Geld jetzt zurückhaben. Mann. Okay, erstmal ausrüsten. Kimari, Ritterlanze. Stärkejäger, okay. Schlummerspeer. Das sind so geile Namen. Oh, Angriff plus 3, Angriff plus 5 und Angriff plus 10%. Oh. Ja, damit.
Yuna? Yuna? Inside, maybe? Then what are we standing here for? Hey! You can stuff your taboos! Kimari ist so stark. What's that? A faith. They join with the summoner and together receive the Aeon. They are human souls imprisoned in stone by ancient Yevon rites. The dead should be allowed to rest. Natürlich sichert sich Bevel, einer der stärksten Bestia, ist ja klar. Egoistisches Volk. Yuna! Ich habe das Gefühl, dass mein Internet gleich komplett Wait, weg ist. Don't come out. Warum? Zu spät. There's the last of them. You are to stand trial. I expect it will be a fair trial. Of course it will. Sprich dein Gebet. Of course it will. Bahamut. Bahamut. Oh nein. Ich vergaß. Ah. Warum waren wir nicht schneller? Nicht so einer wie Atmos. Warum werdet ihr wieder beleidigt? Ich glaube, darum ist mein Internet auch so schlecht. Das Internet merkt, dass ihr frech zu mir seid und darum will es den Stream beenden. Ich sehe es kommen. Okay, meine Damen und Herren. Auch wenn Bahamut sowas nicht verdient hat, er hat einen richtig coolen Namen, wenn schon verdient. Wenn nicht schon Bahamut der passende Name für ihn ist. Aber gut, ich habe es versprochen. Ihr dürft ihn jetzt benennen. Werner. Also falls das irgendeine Sau auf YouTube gucken sollte, es tut mir leid. Ich bin nicht für diese Namen verantwortlich. Batman. Hans-Dieter. Carlo. Shit. Und ich wollte noch die Mubot-Funktion oder Mobot. Wie wird eigentlich ausgesprochen? Ich würde sagen Mu, oder? Egal. Ich wollte auf jeden Fall eine Abstimmungsfunktion da reinbauen. Aber egal. Undertaker. Okay, jetzt kommen hier 1000 verschiedene Namen. Jetzt weiß ich nicht, was... Carlo. Batman. Werner. Nehmen wir Werner. Jürgen. Jürgen, wir haben leider schon eine Art Jürgen. Wir haben den Donnerjörg. Den Jörg, das ist Ixion. Ronny. Okay, jetzt geht's hier los. Wir haben auch schon einen Jürgen. Ein Jörg. Jörg ist doch ein Jürgen. Fast. Das ist mir zu ähnlich. Oh mein Gott. Okay, ich gebe euch... Es steht schon, Jürgen haben schon zwei. Also, ich gebe euch jetzt noch eine Minute. Eine Minute habt ihr noch und danach steht der Name fest, der am meisten im Chat steht. Von einer Person jeweils geschrieben. Nee. Coolio. Coolio.
Okay, Max. Max ist kurz und knackig. Ich hoffe, da besteht dann keine Verwechslungsgefahr bei Jörg und Jürgen. Na gut. As you wish. Ihr wolltet es so. Na gut. Dann nennen wir halt den König der Bestien, nennen wir ihn einfach Jürgen. Okay. Okay. Ich meine, Jürgen ist ein schöner Name, aber... Ah. Naja, gut. Das ist okay. Okay. Von mir aus? Okay, okay. Es tut mir in der Seele weh, aber es ist irgendwo okay. My job is done. Okay. Gut. Na gut. Ist es recht so? Naja, es geht. Aber ja, natürlich, natürlich. Bis hierher speichern. Oh mein Gott, jetzt wird's auch noch besiegelt. Oh mein Gott. Ah. Okay. Zum Glück haben wir den Tintenkiller. Irgendwann wird eingesetzt. Ich weiß noch nicht, ob er für Shiva... What? The sacred officers of this court seek nothing but absolute truth in Yevon's name. To those on trial, believe in Yevon and speak only the truth. Maester Kelk Ronso. Summoner Yuna. You have sworn to protect the people of Yevon, true? True. Yes. Then consider. You have inflicted dire injury upon Maester Seymour Guado, conspired with the Albed and joined in their insurrection. These are traitorous and unforgivable crimes that disturb the order of Yevon. Tell this court what possessed you to participate in such violence. Your Grace. The real traitor is Maester Seymour. He killed his father Jiskel with his own hands. What is this? Hmm? Hadn't you heard? Ganz locker. Not only that, Maester Seymour is already dead. It is a summoner's sacred duty to send the souls of the departed to the far plane. Yuna was only doing her job as a summoner. Grand Maester Micah, please send Seymour now. Send the unsent to where they belong? Yes. Maester? Send the dead? Oh mein Gott, sie sind ja alle tot! You would have to send me to... Die haben alle keinen Bock zu sterben. Grand Maester Micah is a wise leader. Even in death, he is invaluable to Spira. Enlightened rule by the dead is preferable to the misguided failures of the living. Life is but a passing dream, but the death that follows is eternal. Men die, beasts die, trees die, even continents perish. Only the power of death truly commands in spirit. Resisting its power is futile. But what of sin? I am a summoner, my lord, like my father before me. I am on a pilgrimage to stop the death that sin brings. Are you telling me that too is futile? Grand Maester Micah, I am not alone.
people who have opposed Sin. Their battles, their sacrifices. Were they all in vain? Not in vain. No matter how many summoners give their lives, Sin cannot be truly defeated. Their rebirth cannot be stopped. Yet the courage of those who fight gives the people hope. There is nothing futile in the life and death of a summoner. Never futile, but never ending. Indeed, that is the essence of the Ever. Micah! Yevon is embodied by eternal, unchanging continuity, Summoner. No! That can't be right! Those who question these truths, they are traitors! Lord Micah! Oh mein Gott, ich glaube, er muss auf Toilette. I want out now. You hear me? You waste your breath. Man, I hope Yuna's okay. She's strong. She'll make it. She'll make it? What, so she can die? Why is it everything in Spira seems to revolve around people dying? The spiral of death. Huh? Summoners challenge the bringer of death, Sin, and die doing so. Guardians give their lives to protect their summoner. The Faith are the souls of the dead. Even the Maesters of Yevon are unsent. Spira is full of death. Only Sin is reborn, and then only to bring more death. It is a cycle of death, spiraling endlessly. Klingt nach einer glücklichen Welt. Da will ich mal Urlaub machen. Come out. Your sentence has been decided. Sentence? Don't you mean execution? Really now, what person would execute a dear friend? You would. Looks like you're next. Next for what? Get going. Where's everybody else? Floating down there somewhere, maybe. Ooh, you made it. What's our sentence? Think they expect us to give up and die down here? Oh, well, that's a lame way to kill someone. Where's Yuni? I don't know. Wonder if we should wait for her. Let's wait at the exit. If there is an exit. Ach, wir machen uns schon einen Ausweg. How fares the Ronso Maester? It seems my father's murder troubles him. Hm.
Ever the Ronser. Hard-headed, hardly useful. However, the summoner Yuna, daughter to High Summoner Braska, she may be of some use to us alive. She has disturbed the order of Yevon. She cannot be allowed to live. I understand. Let it go, Seymour. No one thrown into the Via Purifico has ever survived. Yet there is always a small chance that they might. Place guards at the exit. Kill any who emerge. Sir, leave that to me. Oh. First your father, now your bride. Allow me to do this because she is my bride. Er nimmt die Ehe sehr ernst. I will go too. You do not trust me? Would you trust a man who murdered his father? Touché. Very well. As you wish. Diese Musik hat mich jetzt gerade mega forgive me. Am Final Fantasy 9 erinnert. Warnung! Im Kanal der Buße befinden sich Steinplatten. Die normalen Platten haben keine Funktion. Die Lichtplatten befördern Personen in die Richtung des Pfeils zu einer weiteren Platte. Gibt es dort keine weitere, geschieht nichts. Aha. Oh mein Gott, Yuna ist ganz allein. Aber das Spirobrett. Erstmal die Bestia stärker machen. Und natürlich Yuna auch. Yuna wird auch stärker, aber eigentlich ist Yuna nur ein Gefäß. Ein Gefäß, das wir benutzen, das sehr viele Bestia beinhaltet. Ein sehr nützliches Gefäß. Wie ein Gefäß, was voll mit Salz oder Zucker ist. Salz kann man nämlich immer gebrauchen. Egal, ob man Essen kocht. Oder sich einfach nur aufregt. Eine Prise Salz ist immer gut. Okay. Plattform will nicht. Gibt es hier gute Sachen? Sollen wir uns hier umschauen? Ich weiß nur, dass viele Gegner kommen. Vielleicht finden wir auch vorher noch Kimari oder irgendwie so. Ups. Hupala. Da bin ich wieder. Ah, geil. Ob Atmos auch nur ein Gefäß ist, welches von den Spielern nur benutzt wird? Oh mein Gott. Wenn das der Fall ist. Oh mein Gott. 3 gegen 1. Haha. Jetzt sehen wir den überaus mächtigen Jürgen! Oh man. Überaus mächtig. Like a boss. Ah.
Eine Truhe. Da ist doch jemand. Lulu! Lulu. Hi. It's okay. I know. Vor allem, sie steht einfach so in der Ecke rum. Was ist mit ihr? Hat sie mit ihrem Leben abgeschlossen? Weiß-Speroid. Seht ihr mal, ich habe jetzt schon Jörg mit Bahamut verwechselt. Please lend us your strength. Er kann einfach gar attacken. Gaga. Gehen die auf alle oder einen? Einen, okay. Okay. Oh nein. Da geht's nicht weiter, schade. Failure is not an option. Immer wenn so Yuna rumläuft mit ihrem Gewand, kommt ihr mir immer so ein bisschen verloren vor. Be strong. Nee, Bahamut kriegt mir da gerade zu viel Schaden. Ah! Oh. Okay, unterschätzt. Kurze Zwischenfrage. Was ist wegen dem Stubenmädchen Marie, ha? Huh? What do you mean? Ich weiß nicht, was du meinst. Was, meinst du, das Horrorspiel. Owen!
There must be an exit somewhere. We search. Ja, ich habe mir überlegt, heute wollte ich... Ich habe heute ziemlich spät angefangen. Weil ich, wie gesagt, 2 Stunden ein Zeugnis gesucht habe, was ich immer noch nicht gefunden habe. Jetzt muss ich die ganzen Sommerferien abwarten und bei der Schule nochmal anrufen und hoffen, dass sie noch meine Zeugnisse haben. Auf jeden Fall bin ich ziemlich spät rangekommen und ich denke mal, ich werde dann am Freitagabend anfangen, entweder mit Alan Wake oder mit dem anderen Horrorspiel. Mal schauen. Eins von den beiden werden wir auf jeden Fall am Freitag spielen. Und den Samstag. Ich habe gesehen, dass so Alan Wake im Schnitt 10 bis 13 Stunden geht. Bei meiner Spielweise wahrscheinlich 20. Das müssen wir an 2 Wochenenden, ach, am 1 Wochenende durchschaffen. Obwohl, wir brauchen nicht zurückgehen. Ich gehe oben lang. Es war jetzt Verschwendung. Ja, egal. Das sieht so verloren aus, wie Yuna läuft. Aber irgendwie fehlt noch Kimari. Wo ist Kimari? Impuls ist einfach nur OP. Oh ja. Zumindest jetzt gerade sehr nützlich. Kimari! Wo bist du? Oh mein Gott, schon wieder. War das Ketsis? Achso, ja, ja. Haben wir schon öfters bekommen. Würde ich auch gerne mal ausrüsten. Wenn es denn nützlich ist. Lady Yuna, so it is you. Why are you here? We rode the airship to the Calm Lands, then came to Bevel. Maester Kinnock summoned us then, ordered us to deal with the traitors. You will fight us? The Temple's orders are law. Even if you are Lord Braska's flesh and blood, you're a traitor. His guardians, I don't see them. Maroda and Passe are not here. I will do this unhappy deed myself. Forgive me, Lady Yuna. Niemals! Ah, Ifrit, okay, okay. Die Frage ist jetzt, ist es effektiv, Shiva einzusetzen? Ich würde jetzt sagen, ja, sie macht mehr Schaden, aber andersherum macht Ifrit auch mehr Schaden. Your Aeons against mine.
Du weißt aber schon, dass in den ganzen Räumen eine Menge Levels-Beruinen liegen. Ja, vielleicht. Oh. Schaden plus. Oh mein Gott, er kann ja. Oh mein Gott. Ich hätte eine Shiva rufen dürfen. Oh mein Gott. Auch noch immun. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass er eine volle Ekstase-Leiste hat. Ich habe nicht drauf geachtet. Tihi. Hoffentlich bringt das was. Also das ist eine Feuerattacke. Haha, ausgetrickst. Soll ich jetzt mal meine Ekstase schon einsetzen? Meint ihr, das reicht? Weiß nicht, wie viel Leben der hat. Ich probiere es einfach mal aus. Aber er ist dann 3 Züge am Zug. Ich weiß, dass meine Leiste voll ist. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie viel es abzieht. Und wenn es nicht reicht, kassiert Shiva mega. Aber wenn du das unbedingt möchtest, dann vertraue ich dir jetzt darauf, dass Shiva ihn platt macht. Ansonsten haben wir ein Problem. Okay. Das war vernichtend. Na come on, was willst du noch gegen mich tun, hä? Hä? Du hast keine Chance. Mein Faris. It's not over yet. Mega Flair! Wie nur 6000? Und er steht noch. Oh mein Gott. Au. Oh, 193. Als. Schon ein Flügel ist größer als Valfaris. Zack, eine Schelle.
Und noch eine Schelle. Tschüss. Zack. Ist denn nie genug? Oh, oh, jetzt ruft der Bahamut. Oh, oh. Zum Glück habe ich Bahamut jetzt erst gerufen, weil jetzt können wir keinen Bahamut mehr rufen. Weil Bahamut gegen Bahamut darf nicht. Jetzt will das Spiel nicht verkraften. I cannot let you pass. Hm. Oh mein Gott, wen nehmen wir denn als erstes? Ich glaube Jörg. Donner Jörg, zeig, was du kannst. Oh mein Gott, mit Countdown. Okay, okay, ich verstehe. Es kümmert ihn einfach nicht. Es kümmert ihn nicht. Jürgen ist kein Gegner für Jörg. Oh oh. Oh oh. Nein, ich dachte, ich könnte jetzt noch auf sanfte Tour wechseln. Oh mein Gott, das war aber unfair jetzt. Tschüss, Jörg. Ich glaube, das überlebst du nicht. Hm. Das tat weh. Autsch. Aua. Hm. Nein, Donner Jörg! Oh mein Gott. Okay, wir haben noch ein paar. Yeah. Da muss jetzt Dumbo ran. So sieht's aus. Wir können ja schließlich Angelika nicht in den Kampf schicken. Das wäre ja... würde ihr schönes Gesicht zerstören. Au. Immer dieser blöde Countdown. Hm, ich hätte, glaube ich, mit dem Bestiam vorher die Ekstase hochpushen sollen. Hm. Bahamut, den juckt das nicht. Oh doch. Oh Mann. Er hängt in den Seilen. Er hängt in den Seilen. Das müssen wir jetzt ausnutzen. Feige draufhauen. Okay, diesmal ist es bei Countdown 2. Ich mache jetzt einfach mal sanfte Tour. Ich meine, wir haben nur 1500 HP. Aber vielleicht... Ach so, jetzt plötzlich... Aha, aha. Nur 573, er ist schwach. Das ist gar nicht ein richtiger Bahamut. Das ist bestimmt ein Walfaris als Bahamut verkleidet. Nach dem Kampf kommt auch ein herrlicher Orin-Moment. Angriff! Kerl, der ist doch schon seit 10 Runden tot. Guckt ihn euch an.
Jetzt kloppt den. Wie lange will er noch so tun? Der tut bestimmt nur so. Der ist gar nicht kaputt. Der will mir nur Hoffnung machen. Oh Gott, hält er noch viel aus. Kritte ihn, Wolfaris. Okay, wenn Wolfaris den jetzt nicht schafft, dann gehe ich nicht auf sanfte Tour. Weil wenn Wolfaris den... Ja, wollte schon sagen. Wenn er den nämlich nicht platt macht, ne? Dann ist Wolfaris, Dumbo, ein reiner Versager. Stay away. Yuna, let's go. There's a way to the surface up ahead. Your pilgrimage is over. Brich deine Reise ab. Your pilgrimage is over. Geil. Nein, ich wollte doch noch die Levels Beruin holen. Na, egal. Was? Hallo? Brauche ich nix. Gut, speichern wir ab. Man kann doch eh später die Levels Beruin irgendwo klauen oder per Almosen oder so bekommen, ne? Also, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Da wird es doch bestimmt genug Wege geben, um sich ein paar Level 3 oder 4 Beruin zu ergattern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder nicht? Oh, ich würde sagen, weil die Folge auch schon bei einer Stunde ist, breche ich mal hier die Folge ab. Ist passend beim Speicherpunkt. Dann sehen wir uns gleich hier unter Wasser wieder. Macht's gut und auf Wiedersehen. Oh. Tschüss.